Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Frankie vom Zeitgeist Movement in Deutschland. Und der Ben vom TZM Chapter in Köln. Wir haben uns hier getroffen, um uns einer Thematik zu widmen, die sich im Wesentlichen in dem Bereich Medien bewegt. Heute ist Samstag, der 24.01.2015. Ben und ich bilden das Koordinationsteam unter anderem neben einigen weiteren hier für das Chapter in Deutschland der internationalen ausgerichteten Zeitgeistbewegung, auf Englisch der Zeitgeist Movement. Und deswegen im Zuge dieser auch häufigen Anfragen, die wir im Rahmen von Leuten haben, die gerne über uns berichten möchten, beziehungsweise über das Phänomen der Zeitgeist Movement, möchten wir hier diesen Podcast im Rahmen des Projektes ZM Radio widmen, um uns inhaltlich einfach mal kurz dieser Thematik zu widmen, beziehungsweise bisherige Erfahrungen an aktuellen Perspektiven und so weiter und so fort. Gut, wie gesagt, deswegen werden wir heute kurz einige Punkte durchgehen. Und der erste Punkt natürlich, wer sind wir? Und hierzu eine kleine Kurzerläuterung. Mein Name ist Frankie. Zum Zeitgeist Movement oder auf die Ideen des Zeitgeist Movement bin ich aufmerksam geworden, wie wahrscheinlich sehr viele andere, durch den Film Zeitgeist Addendum des Filmemachers Peter Joseph, der diesen Film als Non-Profit-Beitrag ins Netz gestellt hat und natürlich auch diesen Film als einen Nachfolger des Internetphänomens und mitunter meistgesehensten Internetfilm aller Zeiten mit 150 Millionen Downloads weltweit namens Zeitgeist, ebenfalls eine Non-Profit-Produktion, die ebenfalls ins Netz gestellt wurde und aufgrund ihrer kontroversen Inhalte sehr groß viral verbreitet wurde, auch natürlich zum Nachdenken anregte und übergeordnet das Thema der Dogmen angesprochen hat, unter der die Menschheit leidet. Und dementsprechend fand ich nach dem Film Zeitgeist Addendum, die beide übrigens generell nichts mit der Bewegung der Zeitgeist Movement zu tun haben, wobei die Bewegung als Reaktion aus dem zweiten Film Zeitgeist Addendum heraus resultierte. Ich persönlich fand diese Ideen sehr ansprechend, weil ich ein hohes Interesse habe, dass wir einen nachhaltigen Umgang mit dem Planeten pflegen im Zuge unseres eigenen Überlebens. Und das ist der Grund, weshalb ich dort 2009 auf diese Thematik gestoßen bin und mich seitdem für eben mehr Bewusstsein, insbesondere mehr öffentliche Aufmerksamkeit in puncto dieser Bewegung, insbesondere hier auch in deutschen Regionen, mich stark mache. Und das war's kurz von meiner Seite. Ben? Ich bin zum ersten Mal auf Gleichgesinnte aus dem Movement gestoßen, als ich den Z-Day 2012 in Köln zum ersten Mal besucht habe und ihn in den Jahren 2014 habe ich ihn dann hier selbst veranstaltet, habe Verantwortung übernommen. Ich habe mir in der Zeit, bevor ich auch ganz klassisch durch Peter Josephs Filmtrilogie auf das Movement aufmerksam wurde, sehr viele Fragen gestellt, sehr viele Bücher gelesen, sehr viele Videos mir angeguckt, Präsentationen, Artikel gelesen, weil ich nicht wirklich zufrieden war mit der Art und Weise, wie soziale und ökologische Herausforderungen derzeit auf der Welt gemanagt werden und die Zukunftsaussichten ziemlich düster sind. Für uns noch etwas heller als für Menschen in Drittweltländern. Sogenannten Drittweltländern, aber immerhin. Es war dringender Handlungsbedarf geboten und Aktivismus und Eigenverantwortung schienen mir das Mittel der Wahl zu sein. Und deswegen habe ich mich dem Movement angeschlossen und Gleichgesinnte gefunden. Hier gibt es noch hinzuzufügen, dass uns beide offensichtlich eben auch gleicht als Befürworter eben genau dieser Ideen und Philosophie, dass bis dato keine Organisation, zumindest meines Wissens, weltweit existiert, die so klar die fundamentalen Grundursachen dieses sozioökonomischen Systems, in dem wir alle, und zwar damit meine ich die ganze Menschheit, leben und dementsprechend natürlich auch mit den Konsequenzen oder den dementsprechenden Symptomen, die wir als alltägliche Probleme der Menschheit wahrnehmen, dann eben zu kämpfen haben. Also um es nochmal zu sagen, keine bisherige Organisation in dem Maße hat es geschafft, so auf die Grundursachen hinzuweisen und dementsprechend auch nachhaltige, logische Schlussfolgerungen abzuleiten, die wir dann als Lösungen, als Vorschläge in die Öffentlichkeit tragen. Und dies wären unter anderem eben insbesondere ein Wirtschaftssystem, was sich eben ausschließlich auf Ressourcen stützt und natürlich an naturgesetzliche Rahmenbedingungen hält. Also nicht, wo einzig und allein der Umlauf von Geld bemessen wird, so wie wir es heute haben,
und einzig und allein die Kaufkraft der maßgebliche Faktor ist, der die Freiheit eines Menschen bestimmt, in Anführungsstrichen. Also man ist nur so frei, wie es einem die Kaufkraft erlaubt, so wie wir das heute vorfinden. Und das gilt es hier nochmal hinzuzufügen. Darüber hinaus ist nochmal zu erwähnen, dass die Zeitgeistbewegung oder der Zeitgeist-Movement, wie es international anerkannt ist, eine Bewegung ist mit mehr als 1100 Projektgruppen weltweit, die sich in mittlerweile mehr als 70 Ländern etabliert hat. Hier sprechen wir von einer völlig dezentralen Bewegung, dezentral insofern, dass es hier keine Hierarchie gibt. Es gibt keine Personen oder Organisationen, die dieser Organisation, der Zeitgeist-Movement, oben drüber stehen, sondern es ist ausschließlich ein Gedankengang in Richtung Nachhaltigkeit und Bildung mit dem Fokus auf dem Wandel unserer Werte hin zu einem eher nachhaltigen, einer eher nachhaltigen Vorgehensweise im Umgang eben mit unseren Mitmenschen und der Umwelt. Das nochmal als übergeordnete Zusammenfassung über den Hintergrund, für den wir uns hier einsetzen. Heutiges Thema ist der Umgang mit Presse und Medien. Und hier haben wir einige Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Ben, kannst du uns hierzu schon etwas erzählen? Die Tatsache, dass wir dieses Radiogespräch mit uns beiden überhaupt aufsetzen, ist unseren bisherigen Erfahrungen mit Medien geschuldet, die in der Hauptsache nicht positiv waren. Eine Bewegung, die sich für aus heutiger Sicht radikalen wirtschaftlichen und sozialen Wandel einsetzt, wird wahrscheinlich, also insbesondere mit Mitteln, die utopisch erscheinen mögen, die von dem Standpunkt eines Kapitalisten aus gesehen sehr unprofitabel sind, sage ich mal, um den Egoismus des Einzelnen zu befriedigen, wird natürlich in den Medien angegriffen. So geschehen ist das, das habe ich mir aber nur sagen lassen, 2009 oder 2010 durch Pressearbeit, wo sich das Zeitgeist-Movement versucht hat, in der Occupy-Bewegung Gehör zu verschaffen. Aber da musst du mir noch mal Näheres erläutern hier. Definitiv, da kann ich auch gleich einen Schwenk machen. Also um nochmal zu meinem persönlichen Hintergrund. Ich koordiniere mitunter eben auch die Projektgruppe hier in Frankfurt. Also sprich, das Zeitgeist-Movement hat sich ja auch im Zuge seiner Dezentralität in verschiedene Projektgruppen beziehungsweise auch örtliche Projektgruppen sozusagen gebildet. Und meine Koordination obliegt sozusagen auch der Frankfurter, des Frankfurter Gebiets. Und insbesondere hier war ja im November 2011, Entschuldigung, am 15. Oktober 2011 das große Aufkommen der Occupy-Bewegung. Also sprich, man hat sich am Fuße der Europäischen Zentralbank hier in Frankfurt niedergelassen, um den Platz zu besetzen, zu okkupieren. Und dort fanden erstmalig seit langem, sogar weltweit, fand es statt, dass sich Menschen vor zentralen Banken eingefunden haben und haben gegen die Macht der Banken demonstriert, protestiert, wie man das auch nennt. Zumindest war es ein emotionaler Ausbruch im Zuge dieser Übermacht an finanzieller Stärke, die sich innerhalb dieses Wirtschaftssystems natürlich auch rausnimmt, was sie möchte. Und wer sich mit den Inhalten vorher schon beschäftigt hat des Zeitgeist-Movements, dementsprechend auch den dritten Film Zeitgeist Moving Forward kennt, der im Januar 2011 erschienen ist, dem ist natürlich auch bekannt, dass wenn man Grundursachen adressiert bzw. analysiert und anspricht, dass man dementsprechend auch bestimmte Events sich fast schon ableiten kann. Das heißt, die Macht der Banken war offensichtlich, dass diese in einem emotionalen Ausbruch der Bevölkerung kanalisiert oder resultiert. So zu sehen eben am Ende des Films Zeitgeist Moving Forward, wo sich genau eben Menschen vor Zentralbanken einfinden und das böse Übel Geld, nennen wir es mal so, vor die Banken werfen mit dem Spruch, wir brauchen euer Geld nicht mehr, wir haben gelernt, ohne Geld zu leben und relevante Bildung etabliert, um es mal etwas weiter auszuführen. Und dementsprechend waren wir als Chapter Frankfurt natürlich auch bei Occupy präsent. De facto haben wir mit dieses Event geplant, jetzt hier für Frankfurt mit. Das heißt, wir hatten einen Tag zuvor uns hier getroffen in der Goethe-Uni und haben uns überlegt, wie können wir Gewalt verhindern, wie können wir schauen, dass wir das wirklich strategisch clever ablaufen lassen. Wohlgemeint, dass wir als Chapter Frankfurt dort in dieser Organisation nur ein Teil von einigen Leuten waren. Also diese Koordination oder Planung des Occupy-Events am nächsten Tag oblag nicht nur der Frankfurter Projektgruppe, das mag hinzugesagt sein, doch die Geisteshaltung in Richtung sozialen Wandel wurde dort von sehr vielen Leuten geteilt. Und hier kam es eben auch dazu, dass man natürlich als Chapter Frankfurt eben auch bei dem Aufkommen neben sehr vielen Parteien und Organisationen und Gewerkschaften eben auch dort präsent war und einfach versucht hat, dort auf die Lösungen hinzuweisen, die eben das Zeitgeist-Movement schon in die Öffentlichkeit trägt, um eben den Umstand zu vermeiden, dass Leute sich nur beschweren, nur kritisieren, nur protestieren und eigentlich nicht wissen, was jetzt als nächstes zu tun ist.
unser Auftreten dort im Wesentlichen hat für einige Verwirrung bei eigentlich nur ganz wenigen, insbesondere einer Person gesorgt, die jegliche Geldsystemkritik eben mit Antisemitismus gleichsetzt. Und obwohl uns in der Form auch bei einer inhaltlichen Debatte kein einziger Nachweis geliefert wurde, wo diese antisemitistischen Tendenzen gegeben sein sollten, wurde das in den anderen Terminus struktureller Antisemitismus umgedeutet. Ja, um es salopp zu sagen, man spricht zwar angeblich darüber, doch sagt es nicht. Also man verwehrt sich im Wesentlichen auch mit diesem Begriff jeglicher logischer Argumentationsweise. Und so ist das eben auch im Rahmen der Occupy-Bewegung, beziehungsweise durch eine Person, die maßgeblich mit dafür gesorgt hat, dass wir am nächsten Tag, beziehungsweise ich als Sprecher für Frankfurt sozusagen und für Deutschland, eben auch ein Interview mit einem Herrn, einem jungen Journalisten namens Felix Daxel von der Taz bekommen haben, mit dem ich mich eigentlich in erster Linie sehr gut verstanden habe, unterhalten habe, am Telefon eine Dreiviertelstunde ihm über die Inhalte des Zeitgeist-Movements berichtet habe, ohne zu wissen, dass er in Anführungsstrichen auf mich angesetzt war von dieser einen Person, die, wie sich im Nachhinein herausstellte, zusammen im Studium waren und sich auch persönlich kennen. Und in der Endkonsequenz war dieser Anruf des Herrn Daxel eigentlich nur eine logische Konsequenz aus dem Spruch, den sein Freund gemacht hat, von wegen, ich mach euch fertig. Wir werden den Artikel auch einfach mal im Link vielleicht posten unter dieses Radiogespräch mit uns beiden, ja, damit die Leute sich einen Eindruck verschaffen können, wie damals die, ja, wie auf die Personen bezogen und wie aggressiv diese Kritik damals ausgesehen hat. Darüber gilt es vielleicht noch zu erwähnen, dass wir nicht nur negative Erfahrungen mit der Presse gemacht haben. Wir sprechen natürlich hier erstmal nur von deutschsprachigen Erfahrungen und insbesondere hier ist darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich nur in diesen Teilen der Erde, also sprich im deutschsprachigen Teil der Erde, das Phänomen haben, dass jegliche Geldsystemkritik eben mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Also diese Unterstellung und dieses Dogma, was da sofort herrscht, dass man das Geldsystem nicht analysieren darf, weil allein schon drüber nachzudenken, könnte ja zu dem Schluss führen, dass man auf Gedanken kommt oder auf Resultate, die ja böse in Anführungsstrichen einiger etablierter Ansichten sind, ohne zu wissen, dass wenn wir ein Wirtschaftssystem haben, was sich auf den Umlauf von Geld stützt und wenn wir doch alle Geld benötigen zum Überleben in diesem System und wir uns jegliche Form des Überlebens von der Nahrung über das Dach, über dem Dach, über dem Kopf bis zum Wasser, bis unseren sozialen Kontakten, bis allem Möglichen zunächst erst verdienen müssen. Also sprich, wir müssen dann für dieses neutrale Tauschmittel etwas tun, unsere physische Arbeitskraft jemanden anbieten, uns in Anführungsstrichen versklaven. Also sprich, wenn dieses gesamte System, in dem wir leben, hauptsächlich auf Geld basiert und 99% der Menschen da draußen die Frage nicht beantworten können, woher kommt eigentlich Geld? Ich glaube, das ist einer der grundelementarsten Dinge, wo eigentlich die Rübe oder die Lampe angehen sollte und wo man beginnen sollte, Frage zu stellen. Und deswegen erscheint es umso abstruser, wenn es die sogenannten selbsternannten Hüter des Status Quo gibt, die sich auf die Fahne schreiben, jeden klein machen zu müssen, wenn er relevante Fragen stellt. Und das ist so ein bisschen die Erfahrung, die wir dort zu dieser Zeit gemacht haben. Ich glaube, da können wir beide ein Lied von singen. Du teilst sicherlich diese Erfahrung, Ben, oder? Auf jeden Fall. Und ich bin positiv überrascht, was sozial progressive Bewegungen und das Internet in den letzten 3 bis 4 Jahren, also eigentlich seit dieser wirklich kleine Zusammenbruch der Lehman Brothers und der Fannie Mae und Freddie Mac aus den USA, wozu der hier geführt hat, 2010 war das, glaube ich, als das bei uns angekommen ist und in Griechenland schon etwas eher. Also dieses vorläufige Platzen einer Hausspekulations- und Investmentblase, wozu das geführt hat, nämlich, dass viele Menschen inzwischen sich über das Geldsystem, Zusammenhänge, wirtschaftliche Zusammenhänge informieren und es auch immer mehr in den Mainstream hineingetragen wird. Da müssen wir auch gleich noch auf etwas eingehen, ich bin der absoluten Überzeugung, dass Medien und auch Politik nicht führen, sondern folgen. Sie sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und sie sagen immer das, was der Hauptanteil der Gesellschaft quasi gerade fordert, womit der sich beschäftigt. Aus dem Mainstream erinnere ich mich an David Graeber, Debt the First 5000 Years oder die Bücher hier, Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sehr, wie sie ihr Vermögen retten von Matthias Welk und Mark Friedrich, Matthias Binswanger und viele andere Ökonomieprofessoren, die in die Talkshows, die in den Präsentationen im Internet nachgefragt werden. Viele Menschen wissen inzwischen, woher Geld kommt, aus der Kreditvergabe von privaten Banken und dass es ex nihilo aus Luft entsteht. Die Konsequenzen zu ziehen und sich unabhängiger von Geld zu machen,
Das ist nochmal, das steht auf einem ganz anderen Tablett. Das muss man gesondert betrachten. Und letztlich ist es dieses Handeln aus dem Wissen, was wir ja auch nach vorne, also quasi aus den Köpfen der Menschen in die Hände legen wollen. Wir wollen uns im Folgenden ja mit einem Angebot für ein Interview beschäftigen, das uns der Jason Heinle geschickt hat, ein freier Autor bei der Huffington Post Online, der deutschen Redaktion. Und er hat uns sehr schöne Fragen zukommen lassen in einem Fragebogen, hat die mir und dem Frankie und dann auch noch dem Maximilian aus, ich denke mal, aus Freiburg und nicht dem aus Berlin, oder? Zukommen lassen? Zweiteres Berlin. Okay, oder doch? Für deren Beantwortung wir uns sehr viel Zeit genommen haben. Eventuell werden wir den Fragebogen ebenfalls posten. Das war auch maßgeblich entscheidend dafür, dieses Interview hier zu machen. Wie ist die Rezeption in der Presse des Movements? Gibt es die überhaupt noch? Was erhoffen wir uns quasi von den beantworteten Fragen, für die wir vielleicht sogar sehr viel Platz bekommen in der Huffington Post und in der wir endlich mal mit Vorurteilen aufräumen können und wichtige Fragen, die an uns gestellt oder herangebracht werden, beantworten? Genau, und dementsprechend war es eben auch unsere Idee, genau unsere bisherigen Erfahrungen im Vorab sozusagen nochmal zutage zu bringen, auch der Öffentlichkeit zu erläutern mit diesem Podcast, um eben nochmal darzulegen, dass die Vergangenheit bisher gezeigt hat, dass eben Medien, wenn sie an uns herangetreten sind, an die gesamte Thematik herangetreten sind, in der Regel neben natürlich einigen Ausnahmen wie die Huffington Post, die über den Z-Day in New York berichtet hat, oder RT, ein Alternativnetzwerk zu den kompletten westlich etablierten Medien, wo auch Peter Joseph, unter anderem Ben McLeish, Matt Berkowitz und viele weitere mehr dort schon die Inhalte des Movements kommuniziert haben. Also dort herrscht eine ganz andere Interessenslage. Ja, ist auch klar. Exakt, da muss man gerade mal drauf eingehen. Das ist ja die objektive Berichterstattung, die wir uns wünschen. Es kommen natürlich auch marktradikale oder marktfundamentalistische Stimmen oder konservative Stimmen auf Russia Today zu Wort, aber eben auch sozial progressive, sozial libertäre, intellektuelle, und die Menschen müssen sich ihr ja, sie müssen sich sie müssen die Quintessenz selbst herausfinden. Das ist das Schöne, und das sehe ich einfach in vielen deutschen Medien noch nicht. Deswegen kann man sagen, es ist ein Gegenstück zur westlichen Propaganda, diese russische Propaganda, aber zumindest kommen die Ideen des Zeitgeist-Movements drin vor, in Formaten wie Breaking the Set und Boom Bust und so weiter. Exakt. Und deswegen auch nochmal vielleicht an der Stelle gut zu erwähnen, dass wir auch Erwähnung in einem Portal gefunden haben, das Wissen rockt heißt, was sich zwei Artikeln und Interviews eben auch mit Max aus Berlin gewidmet hat. Und demzufolge sei auch mal Dank an jenen oder all diese Portale, die eben eher neutrale Herangehensweise beziehungsweise wirklich kritische Berichterstattung und nicht einfach nur Denunzierung vorantreiben. Also nicht so, wie es unter anderem genau auch bei der Taz passiert ist, wo dann eben einfach nur selbsternannte Schreiberlinge oder fast Leute, die gerade frisch von der Uni kommen, was regelrecht auffällt, dort ihre Meinungen posaunen dürfen, und das wird dann quasi als neutraler Artikel dargestellt. Ähnlich auch dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wo ein Herrn Christoph Kadenbach einfach nur aus Enttäuschung heraus, dass er nicht an den Peter Joseph herangekommen ist, einen Hetzartikel gegen ihn plötzlich geschrieben hat. Also diese subjektiven Färbungen, die haben im wahren Journalismus eigentlich null zu tun, und da ist es etwas traurig, wie unsere aktuelle Medienlandschaft aktuell dazu verkommen ist. Ich halte es für ganz wichtig, und ich merke, dass ich von dieser Kritik auch nicht selbst befreit bin, Medien pauschal zu verurteilen, also ganze Redaktionen, ganze Konzerne. Es gibt bei Redaktionen immer wieder Ausnahmen, wie zum Beispiel selbst in der Welt, in der Springerpresse, da gibt es den Günter Lachmann, der auch das Portal Geolitico ist ein konservativer Blog, aber halt wirklich gut fundiert recherchiert und sehr gute Kommentare liefert der ab und hat eine wesentlich ausgeglichenere Art zu berichten als seine sämtlichen Kollegen, insbesondere was auch zum Beispiel die Rezeption und die Kritik und die Verurteilung der Mahnwachenbewegung angeht. Vielleicht gehen wir in ein, zwei Sätzen auch noch auf diese Bewegung ein, die sich ja auch durch das Internet zum Beispiel zusammengeschlossen hat. Also ich sehe da sehr großes Potenzial für soziale Bewegungen, für sozialen Wandel, was aus dieser Richtung kommt.
Und alle Generationen, die von jetzt auf groß werden, die werden ja mit den Qualitäten und mit den Möglichkeiten des Internets groß. Also Redaktionen nicht pauschal verurteilen, Journalisten vielleicht an den Pranger stellen und von denen dann auch nochmal ausgewählte Artikel analysieren. Diese Fähigkeiten sind wichtig weiterzugeben, dass man Medienkompetenz hat, dass man schauen kann, wo sind logische Fehlschlüsse, wo greift jemand nicht die Argumente auf, die das Gegenüber hat. Wo ist Berichterstattung nicht mehr fair? Wo ist sie nicht objektiv? Und wie objektiv kann es eigentlich sein? Jeder Mensch ist ein Filter. Auch Informationen, die ich weglasse, gehören eventuell zur Nachricht. Das sage ich den Leuten immer wieder, wenn sie sagen, ja, es steht aber doch nicht in der Zeitung. Dann sage ich, ja, warum steht es nicht in der Zeitung? Warum steht es in anderen Zeitungen? Man muss sehr viel Zeit mitbringen. Man muss sehr viel recherchieren. Man muss sehr viel Kreuz lesen. Und oft haben Menschen diese Zeit nicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, selbst ein Filter zu werden für Nachrichten und selbst seine Mitmenschen durch seine Meinung, sich erstmal eine Meinung zu bilden und sich dann auch diese Meinung dann auch mitzuteilen. Das lohnt sich wirklich. Ich habe das in den letzten 2, 3 Jahren bei meiner eigenen Recherchearbeit immer wieder bemerkt, was für ein tolles Netzwerk aus kritisch denkenden Menschen man sich doch aufbauen kann, wenn man bereit ist, ein bisschen seiner Zeit zu opfern. Und ich bin voll auf deiner Seite und stimme dir auch voll zu, dass man Medien nicht pauschalisieren darf, beziehungsweise dass man differenzierter natürlich auch an diese Landschaft herangehen sollte. Voll auf deiner Seite. Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, das, was du gesagt hast vorhin, dass im Wesentlichen die Gesellschaft erntet, was sie sieht. Also die Medien sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Dementsprechend spiegelt die Gesellschaft natürlich auch in gewisser Hinsicht auch das wider, was die Medien sagen. Man kann einfach nur feststellen, dass jede Institution hat im Wesentlichen ja auch den Drang zur Selbsterhaltung. Und so sehen wir es in unserer Umgebung ja, dass wir sowohl politische Institutionen haben, als auch militärische, als auch religiöse Institutionen. Wir haben wirtschaftliche Institutionen und wir haben dementsprechend auch Medien als Institutionen, die natürlich auch einen Drang haben, sich selbst zu erhalten. Und die richten sich logischerweise auch immer nach dem finanziell Stärksten innerhalb dieses Systems, was auf Geld basiert. Und so kann es natürlich dann auch eben auch kommen, dass in der Sklavenhaltergesellschaft dann eben auch die Ansicht der Sklaven genau diese elitären Interessen widerspiegelt, die dafür notwendig sind, dieses System am Laufen zu halten. Und so geht es uns in puncto den Medien. Und da entsteht quasi eine Art Feedback-Loop, der sich selber antreibt. Und so kann das eben auch sein, dass generell auch festzuhalten ist, dass jeglicher Populismus sich natürlich auch immer etwas besser verkauft, als wenn man in sachlicher, eher neutraler Manier über eher, sagen wir mal, in der Gesellschaft gerade nicht so bekannte Dinge berichtet und darüber Bericht erstattet, weil man sich hier nach Verkaufszahlen richten muss. Und das ist das tragische Dilemma, was diese Medienlandschaft oder die Medien innerhalb des Geldsystems sozusagen haben und was sie mit sich bringen, dass sie eine bestimmte Diversität in gewisser Hinsicht auch nicht mehr bieten können, solange die Bevölkerung das nicht wünscht. Und so bin ich eben gerade umso glücklicher über den Umstand, dass wir mittlerweile eine immer wachsende, größere Zahl von alternativer Medienberichterstattung auch da draußen sehen, die eben diesen stetig bestätigten Status quo immer wieder, um den aufrechtzuerhalten und um die Werte dafür zu fördern, dementsprechend auch in Frage stellen. Und vollkommen richtig. Also das ist wirklich zu begrüßen und weg von Pauschalisierung, damit wir das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten können. Ja, als eine der Ikonen für einen aufkeimenden Bürgerjournalismus, man hat jetzt mit Pod- und Videocasts und den Möglichkeiten, die einem das digitale Zeitalter gibt, so wie wenn man Zeit zur Recherche hat und Zeit, diese Videos zu machen und dann eventuell noch darstellerische Qualitäten besitzt und sich gut ausdrücken kann, sodass einem Menschen auch gerne zuhören. Also quasi in diesem Fall das Produkt, die Message nett zu verpacken durch die eigene Artikulation, durch die eigene Sprache. Wenn man das hat, dann würde ich sagen, ist eine der Ikonen, die wir gerade am Aufblühen sehen, sicher in Großbritannien der Russell Brand. Wir kennen ihn als Playboy, als Sexsymbol, als Schauspieler und Comedian, der allerdings möglicherweise auch beeinflusst durch seine Lebensgefährtin, sich ich würde sagen, Persönlichkeitswandel durchgemacht hat in den letzten Jahren und zu politischem Aktivismus übergegangen ist, ohne sich in einer Partei zu engagieren. Ganz im Gegenteil, er macht klar, warum er nicht wählen geht. Und ich glaube, er spricht vielen jungen Briten damit aus der Seele, weil er köstlich mokiert und lächerlich macht, wie im, na, wo ist das? Das ist Westminster Abbey, wo die politischen Debatten stattfinden. Keine genaue Info.
in welchem lächerlichen Slang die Politiker untereinander reden und reden und dennoch passiert nichts. Und die Menschen wenden sich enttäuscht von der Politik inzwischen weg, denn wir hatten alles schon mal, alle Parteien durften schon mal und wirklicher Wandel ist nicht passiert. Und wir wissen, warum er nicht passiert, weil die Menschen erstens nicht bereit sind, ungehorsam gegenüber dem aktuellen System zu sein und weil Alternativen scheinbar nicht existieren, weil sie nicht in die Medien so sehr getragen werden. Und weil die Menschen auch nicht dazu angehalten werden, sich untereinander zu organisieren und solidarisch miteinander zu sein. Ja, alles in diesem System schreit Konkurrenz, schreit sich erheben über den anderen und er trägt halt dazu bei, der Russell Brand, dass die Menschen anfangen zu lesen, dass sich füreinander gesorgt wird. Er geht auf politisch sehr brisante Themen ein, wie das Charlie Hebdo-Massaker, wie der Umgang mit religiösem Fundamentalismus und so weiter und so weiter. Und ich kann nur empfehlen, seinen Kanal einmal zu besuchen und die von ihm sogenannten Truths sich hereinzufahren. Es ist sehr unterhaltsam, auch natürlich seiner Person geschuldet, aber nichtsdestotrotz fundiert, sehr relevant und sehr aktuell. Ich glaube, er macht 3, 4 Shows die Woche, die allesamt sehr kurz sind. Die kann man sich alle aufs Handy ziehen, kann sie zwischendurch hören. Und ich glaube, das wird auch deswegen sehr gut angenommen, weil das Format einfach sehr frisch ist, sehr aktuell ist. Ja. Das wollte ich noch zu dem sagen. Umso trauriger, dass genau eben jene Personen, die natürlich auch schon mittlerweile des Öfteren im Rampenlicht standen und dementsprechend einen höheren Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung haben, dass insbesondere auch diese Personen attackiert werden, so wie du es gesagt hast. Es gilt wirklich in Frage zu stellen oder mal zu hinterfragen, woher diese Attacken kommen, aus welcher Konditionierung heraus kommen sie, warum attackiert jemand. Also man kann feststellen, dass eben sehr viele Leute einfach nur eine gute Idee attackieren, weil sie eigentlich nicht von ihnen selbst stammt. Also da ist eine Ego-Frage auch im Spiel. Insbesondere ist es unverständlich, wie du es vorhin gesagt hast, die Mahnwachen, wie denn eine friedliche Geisteshaltung, die ja grundlegend bei den Mahnwachen sozusagen unterliegt, wie die attackiert werden kann. Also wie können sich selbsternannte Hüter des Status quo, nennen wir sie Jutta Ditfurth, nennen wir sie sonst irgendwie, die direkt aktiv und gezielt immer wieder eine friedliche Bewegung oder eine Bewegung aus friedlich agierenden Menschen attackieren. Aus welcher Geisteshaltung heraus kommt das? Und kann man diese Konditionierung nicht in irgendeiner Form durchbrechen? Das sind so relevante Fragen, die es hier nicht nur von uns zu erläutern geht. Ich muss sagen, ich war dabei. Also ich war sowohl, ich habe Jutta Ditfurth einmal persönlich Fragen gestellt, zusammen mit einigen anderen Vertretern der Mahnwache in Köln. Ich war auch im Schloss Waltersroda dabei, als beim Prinz Chaos dieser humanistische Grundkonsens für die Mahnwachenbewegung aufgestellt wurde. Ich kann es mir nur wirklich so erklären, es sind einige Spinner, es sind einige Trolle dabei, die sich mit der Mahnwachenbewegung identifizieren, die wirklich oh Gott, das ist so ein hässliches Adjektiv, krud. Verschwörungstheorien sind immer krude und Wirtschaft wird immer angekurbelt und so weiter. Egal, die wirklich merkwürdige Verschwörungstheorien nach außen leben und davon auch gar nicht ablassen wollen, die wissenschaftlichen Konsens für anthropogenen Klimawandel leugnen und so weiter. Und auf die wird sich natürlich fokussiert, denn die kann man gut als Fachidioten quasi repräsentativ für eine Bewegung, auch wenn sie das gar nicht sind, nach außen stellen, wenn sie nur laut genug schreien und dann sagen, ja, schaut mal, wer da bei euch mitläuft. Ja, also das sind ja wohl Mitläufer, mit denen können wir uns überhaupt nicht identifizieren. Das ist nicht Mainstream. Und da haben sie ja recht, das ist ja nicht Mainstream. Auch das andere. Auch ein progressiver sozialer Wandel ist ja nicht Mainstream. Das heißt, auch daran würde sich die Presse eventuell die Tasten und Finger ausbeißen, dass man, ja, wie kann man das überhaupt positiv nach vorne bringen? Ist vermutlich nicht möglich. Müsste man als utopisch abstempeln, hat es noch nicht gegeben, wir haben keine Erfahrungswerte damit, etc. Also ist es unmöglich. Halte ich für Quatsch, halte ich für großen Quatsch. Jutta Ditfurth ist nochmal ein eigenes Kaliber. Ich halte die Frau tatsächlich wirklich für geisteskrank und es sind die verschiedensten Verschwörungstheorien, muss ich fast sagen, um ihre Person entstanden. Und sie wird fast mythisch erhoben. Ich bin ganz froh, dass nach ihrer Bücherlesung, nachdem wir ihr da ein paar Fragen gestellt haben, sie wollte uns gezielt missverstehen. Sie wollte die Mahnwachenbewegung gezielt attackieren.
Sie hat auch erklärt, warum sie das gemacht hat, weil nämlich die linke Partei vergessen hat, eine eigene Friedensbewegung im Zuge der Ukraine-Krise auf die Beine zu stellen, aus denen sich ja, aus dieser Motivation hat sich ja die Mahnwachenbewegung heraus etabliert. Und in dieses Loch hat sie dann quasi die Verschwörungstheoretiker kommen sehen und dem wollte sie entgegenwirken. Das war so ihre Position. Ich hab auch ein längeres Video, das werden wir eventuell auch noch verlinken, bei einem Freisprechbeitrag von mir in Reaktion auf dieses Treffen von uns und ihr online gestellt. Das kann sich dann ja jeder mal bei Bedarf anhören. Ich bin inzwischen bei ihr Facebook-mäßig geblockt. Ich bin ganz froh drum, denn je mehr ich diese Frau ignoriere, desto besser ist es für meine Gemütsverfassung. Sie ist ein, ich glaube, sie will Bücher verkaufen oder was weiß ich. Vielleicht kommt sie sich auch einfach nur extrem wichtig vor und hatte aus ihren Jugendzeiten und ihren anfänglichen Zeiten als Vertreterin der Grünen oder einer ökologischen Linken auch noch gute Kontakte zur Presse und zu Autoren und Redaktionen und so weiter und wird deswegen auch in den Medien noch etwas hofiert. Wer weiß. Ich schlage vor, diese Frau zu ignorieren. Idioten gibt es überall, auf der Mahnwache, in der Presse und es gilt, die einen von den anderen zu unterscheiden. Wer kann vernünftig denken und wer ist nur da, um zu trollen oder die eigene Persönlichkeit ins Rampenlicht zu stellen? Ich fand es mitunter sogar witzig, als sie in ihrem Erstauftaktsvideo, was sie bei der Sendung Kulturzeit geäußert hat, wo sie Jürgen Elsässer diffamiert hat, beziehungsweise insbesondere Ken Jebsen und andere, sagen wir es mal, prominente Sprecher zur damaligen Zeit, dass sie dort in demselben Atemzug dann eben auch die Zeitgeistbewegung genannt hat. Ich fand es extrem witzig und insbesondere sehr amüsierend, aber auch aus dem Grunde, weil das Zeitgeist-Movement seit dem November 2008 bereits existiert. Sozusagen die Leute, die diese Bewegung unterstützt haben oder unterstützen, die wohlgesagt mittlerweile weltweit etabliert ist. Also wir sprechen nicht von einem regionalen Phänomen, sondern von einem globalen Phänomen. Und dass diese Leute, die dort diese Geldsystemkritik mit als einen der wichtigsten Faktoren mit in Richtung Bildung erkannt haben, also sprich, wie funktioniert dann unser Geldsystem, ergo unsere Wirtschaft, dass jene Leute damals auch hier in Deutschland schon kritisiert wurden und dass diese Keulen, die dann eben dann kommen wie Antisemitismus, die man eigentlich so verstehen kann, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst, aber um es nicht auffällig sein zu lassen, attackiere ich dich und überziehe dich mit einer Mundtotmachkeule. Das ist im Endeffekt dieses Label Antisemitismus, dass dieses im Rahmen der Kritik der Mahnwachen seitens Jutta Ditfurth fast schon inflationär benutzte Wort Antisemitismus und so weiter und so fort. Das war der Grund, weshalb ich das Ganze mit einem müden Lächeln mittlerweile betrachtet habe, wohl wissend, dass natürlich jetzt da auch dieses Fragen nach relevanten Grundursachen sozusagen, dass dieses Fragen mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist, was sich durch die Mahnwachen eben ausdrückt, dass auch hierzulande eine wachsende Bevölkerungszahl eben genau die Probleme erkannt hat. Und wie gesagt, dass diese Keule so inflationär mittlerweile benutzt wurde, zeugt davon, dass jene, die das tun, sich einer inhaltlichen Analyse nicht stellen wollen, ein hohes Ego haben, oftmals eigene profitäre Interessen haben, siehe Jutta Ditfurth. Und insofern fand ich es als motivierend, die Mahnwachen dahingehend zu unterstützen, ehrlich gesagt. Nicht nur, dass sie Geldsystemkritik auch unter anderem geäußert haben, natürlich dieselben Probleme haben oder immer noch haben wie alle anderen sozialen Bewegungen, die aus der Bevölkerung heraus resultieren. Und da ist es logisch, dass die Vielfalt der Bevölkerung auch widergespiegelt wird. Ergo sind auch eine Menge Freaks dabei. Das zu verurteilen, auch seitens der Presse, ist ein Armutszeugnis. Denn im Wesentlichen einfach nur die allgemeine Meinung hochzuhalten und nicht zu erkennen, dass diese gar nicht immer die wahrste ist, ist schon mal der erste Fehler. Und ohne von der Norm abzuweichen, ist generell überhaupt kein Fortschritt möglich. Und das ist wiederum dieser Feedback-Loop, über den wir vorhin gesprochen haben, wo Institutionen immer dahingehend tendieren, sich selbst zu erhalten, beziehungsweise auch den Status quo aufrechterhalten wollen. Und insofern gilt es, wie gesagt, das in Frage zu stellen und genau diesen Punkt auch bei den Mahnwachen noch mehr weiter nach vorne zu bringen, sodass eben nicht nur Symptome dieses Systems attackiert werden oder eben mafiaähnliche Institutionen, wie wir sie heute dergleichen, auch vorfinden, sondern dass die Kritik auch bei den Mahnwachen, innerhalb der Mahnwachen mittlerweile dann auch so ins Extreme getrieben wird, dass sie Raum für logische und wirklich nachhaltige Schlussfolgerungen mit sich bringt. Und das wäre hier mein Wunsch und das unterstützt auch mit, beziehungsweise das ist mitunter auch der Grund für mein Engagement bei den Friedensmahnwachen, weil es hier um eine friedliche und positive Richtung geht, eine positive Geisteshaltung, die nicht nur ausschließlich aus reinem Protest besteht, wie wir es bei Occupy mitbekommen haben, denn wo es auch wirklich früher oder später darum gehen wird, dass wir uns über Lösungen Gedanken machen, denn es ist einfach nicht genug, das bestehende System zu kritisieren, ohne gleichzeitig eine funktionierende Alternative anzubieten.
Und wir sehen, was passiert, wenn die Menschen sich frustriert von den Medien abwenden, wenn der Vertrauensverlust in die Politik gegeben ist, wenn der Vertrauensverlust durch Pseudowissenschaft und in die Wissenschaften gegeben ist, wenn der Vertrauensverlust in die Medien da ist, dann wenden sich die Menschen radikalen Organisationen zu, dann ist man anfällig für einfache Feindbilder. Alles, was jetzt im Zusammenhang mit Pegida entsteht, diese ganzen Gidas und Idas, dieses frustrierte sich einem radikalen Islam als neues Feindbild zuwenden. Ich muss dazu sagen, wir haben von Jason auch die im Fragebogen eine sehr berechtigte und sehr gute Frage gestellt bekommen, warum das Zeitgeist-Movement Religion ablehnt oder ob wir Religionen ablehnen. Und das tun wir. Das tun wir tatsächlich. Wir würden aber niemals auf die Idee kommen, jemandem vorschreiben zu wollen, an was er zu glauben hat. Ich habe vor kurzem einen sehr, das muss ich gerade noch sagen, ein sehr schönes Meme gesehen. Da steht drauf: Religion ist wie ein Penis. Es ist okay, einen zu haben. Es ist okay, stolz drauf zu sein. Aber denk nicht damit, mach keine Gesetze damit und steck ihn nicht in den Kopf von Kindern. Funktioniert auf Englisch natürlich ein bisschen besser. Don't put it in a children's head. Aber wir sehen aktuell, was passiert. Die Menschen in Europa wenden sich radikalen, rechten oder extrem linken Parteien zu oder Organisationen. Und ich fürchte, dass im Verlauf der zunehmenden, denn die Spannungen werden natürlich weiter zunehmen, sowohl fiskalische als auch soziale Spannungen, als auch Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die wahrgenommen werden, die wirklich oder nur gefühlt sind, werden dazu führen, dass die Menschen, dass das Schlechteste und das Beste in den Menschen gleichzeitig herausgekehrt wird. Auf der einen Seite werden wir eine Welle von Solidarität innerhalb der Bevölkerung finden, wo viele Menschen sich organisieren und dann Gemeinschaftsgärten auf brachliegenden Flächen anpflanzen werden, wo sie sich gegenseitig unterstützen, wo man sich gegenseitig hilft. Und auf der anderen Seite werden wir Organisationen und Gruppierungen sehen, die den Frust an den Schwächeren auslassen, an denen es noch schlechter geht als einem selbst, weil man ein Ventil sucht als Antwort darauf, warum denn der eigene Lebensstandard plötzlich ein schlechterer ist. Und Medien haben viel dazu beigetragen, dass es in beide Richtungen sich entwickelt und werden auch noch viel dazu beitragen, dass uns da sehr, sehr spannende Zeiten bevorstehen. Definitiv, genau. Also im Wesentlichen einfach nochmal, um auch den Punkt der Religion, den du hier angesprochen hast, natürlich auch nochmal zu erläutern, warum wir auch eher eine wissenschaftsorientierte Denkweise nach oben halten, sind eben auch die Gründe, wie sie im ersten Zeitgeist-Film angesprochen wurden, dass jegliches dogmatisches Denken und darunter fallen auch unsere Werte, insbesondere unsere Glaubenssysteme, zum Scheitern verurteilt sind, solange sie sich nicht an den Rahmenbedingungen der Natur orientieren. Also wenn wir das Universum verstanden haben, beziehungsweise verstanden haben, dass die einzige Konstante im Universum die Veränderung ist, dann sollten unsere Werte auch dieser Veränderung sozusagen Schritt halten können. Und wenn sie das nicht tun, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Also sprich, nicht jedes Glaubenssystem ist im Endeffekt tolerierbar, insbesondere nicht, wenn es sozial schädigend ist. Oder anders gesagt, wenn ich jemandem eine Waffe an den Kopf halte und das mein Glauben ist, dass die Person dann umgebracht werden soll, wäre das dann intolerant von der anderen Person, wenn sie mir die Waffe wegnimmt oder wenn sie da was dagegen hat? Also nicht jeder Glauben muss respektiert werden und nicht jedes Wertesystem ist im Einklang mit unseren Mitmenschen, der Natur und dementsprechend auch mit der öffentlichen Gesundheit. Also wenn man nicht falsch von richtig unterscheiden kann, dann mangelt es einem eigentlich nicht an Religion, es mangelt an Empathie. Und genau da hilft eben auch unter anderem, sollte eben die Information des Zeitgeist-Movement oder die Information, die hier in die Öffentlichkeit getragen werden, nämlich relevante Bildung über uns selbst und über die Prozesse der Natur, die sollten hier eine Möglichkeit bieten, etwas mehr relevante Bildung zu etablieren, damit eben genau diese falschen Werte, die, sagen wir mal, nicht lebensbejahenden Werte gemildert werden, und hoffentlich im Laufe der Zeit in der Versenkung verschwinden, da sie, wie gesagt, nicht sozial fördernd sind. Das nochmal hinzugefügt. Exakt. Das ist auch das, was das Zeitgeist-Movement von konventionellen, sozialen oder vielleicht sogar sozialistischen Richtungen unterscheidet. Wir sagen nicht nur, alle Menschen sind gleich und gleichberechtigt. Wir sagen auch, alle Menschen sind Säugetiere und wir sind ein Teil der Natur und wir können nicht ohne sie, wir können nicht über sie leben und wir können nicht lange auf ihre Kosten leben. Wir müssen uns
den Ökosystemen und ihren Regenerationszyklen unterordnen. Und wenn wir das als Prämisse nehmen, wenn wir das als Maxime für ein gesellschaftliches Zusammenleben haben, dann kommen eben nur so und so viel Verbrauchsgüter pro Mensch dabei raus. Es sei denn, wir teilen uns tatsächlich Güter von extrem hoher Qualität. Und dann ist der Lebensstandard für viele Menschen ein höherer als jetzt. Eventuell wird er sogar eine Einschränkung für Menschen aus Erste-Welt-Ländern betreffen. Aber ich bin durchaus bereit, im Zuge sozialer und globaler Gerechtigkeit und ökologischer Gerechtigkeit das in Kauf zu nehmen, wenn nicht mehr jeder Mensch einmal im Jahr Urlaub irgendwo auf Mallorca machen kann. Weil man einfach sieht, wir haben das Öl dafür nicht. Es gibt Flugzeuge, stehen in direktem Zusammenhang mit der globalen Erwärmung etc. Und 7 Milliarden Menschen können nicht einmal oder zweimal im Jahr verreisen. Das ergibt sich allerdings aus Logik. Das ergibt sich nicht, weil man und aus Bildung und nicht, weil man das durch Gesetz vorschreiben muss. Vielleicht wird sich auch der ein und andere noch so lange asozial daneben benehmen, bis alle Piloten eingesehen haben. Okay, was ich hier mache, funktioniert offenbar nicht. Ich muss zusehen, dass ich, beziehungsweise mein Lebensstandard wird inzwischen durch meine Community gesichert. Und ich bin nicht mehr bereit, mich kaufen zu lassen, um dadurch etwas gesamtgesellschaftlich und ökologisch global Schädigendes zu machen. Wenn wir dieses Einsehen tatsächlich haben, und ich vermute, dass das passieren kann, indem man 2, 3, 5 Mal im Leben, insbesondere Menschen, denen man sehr viel Vertrauen entgegenbringt und die einem sehr viel bedeuten, wenn die einen nachdenklich machen, dann ist auch ein Mitarbeiter in einem Betrieb, der Waffen herstellt, dazu verdammt nachzudenken, sein Verhalten zu reflektieren, die Konsequenzen abzuschätzen und dann die nötigen Schlüsse zu ziehen, was zum Beispiel bedeuten kann, dass er seine Arbeit dort in einem Betrieb, zum Beispiel bei Heckler & Koch oder bei Krauss-Maffei-Wegmann, niederlegt. Die Menschen fragen immer, ja, aber du wirst diesen Menschen niemals überzeugen können. Dann sage ich, ja, ich vielleicht allein nicht, aber ich habe immer noch dich. Und dann haben wir beide vielleicht auch andere Menschen, die wir beeinflusst haben. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine gegen dieses System. Und wir können uns das, was wir zu sagen haben, wie soziale Viren weiterverbreiten und als Handlungsauftrag an uns selbst und an jeden einzelnen unserer Mitmenschen betrachten. Das ist vermutlich eine der Kernthesen. Und wenn Mainstream-Medien da nicht mitmachen, wenn Mainstream-Medien nicht quasi einen Handlungsauftrag auch mal rausgeben, sondern immer nur zeigen, Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, es ist so und so viel Plastik im Meer und nicht hört auf, Plastiktüten zu kaufen, dann müssen wir das eben übernehmen. Dann müssen wir eben das Immunsystem dieses Planeten werden und dieser Gesellschaft. Und dann müssen wir mit Begeisterung vorleben, was wir in der Welt sehen wollen, womit wir wieder bei dem schönen Gandhi-Zitat sind. Und somit auch bei einem wunderschönen Abschlusspunkt sozusagen, den du hier angebracht hast. Also sprich, es liegt nur in unserer eigenen Verantwortung beziehungsweise in unserer Fähigkeit, Verantwortung für unser eigenes Handeln oder unsere eigenen Taten zu übernehmen beziehungsweise beides. Das, was du angesprochen hast, sind sehr, sehr wichtige Punkte. Also unser bestehendes Eigeninteresse muss wahrlich zu gesellschaftlichem Interesse sich umwandeln, wenn wir überleben wollen. Wenn jeder ein egoistisches Arschloch ist, wie können wir dann erwarten, dass irgendwie was Gutes fürs große Ganze herauskommt? Das ist die Mär, die uns eingepflanzt wurde über die letzten Jahrzehnte, um dieses System am Laufen zu halten, dieses in den Ökozid führende System. Das wäre schön, wenn die Medien insofern, oder insbesondere unsere Hoffnung liegt darin, dass Medien dort wirklich einen Bildungsauftrag eben ernst nehmen. Denn die übergeordnete Thematik dieses Talks können wir eventuell nennen, im Umgang mit den Medien könnte die Fragestellung daraus resultieren, sind unsere bisherigen Erfahrungen mit den Medien, insbesondere hierzulande, ist das bösartige Absicht, was da getan wird, oder ist es einfach unschuldige kindliche Ignoranz? Wie kommt es, dass genau diese negativen Dinge über die Inhalte des Zeitgeist-Movements berichtet werden? Wie kommt es, dass jede inhaltliche Analyse verweigert wird und sich, wie auch bei den Mahnwachen, dieselben Parallelen auftun, dass man auf die anscheinend führenden Köpfe jedes Mal nur abzielt und das Einzige, was einem einfällt, ist, den Botschafter zu attackieren, weil einem die Nachricht nicht gefällt? Und das ist eine Verhaltensweise, die in puncto der Vielfalt, die das Zeitgeist-Movement inhaltlich auch bietet,
nicht nur, dass das Zeitgeist-Movement bereits schon überall präsent ist, sondern dass die Inhalte wahrlich Hand und Fuß haben, die kommuniziert werden. Und dort ist die Frage wirklich berechtigt, ob dann solche schlechten Artikel, wenn sie denn dann rauskommen seitens der Medien und solche Entwicklungen klein machen, ob es wirklich bösartige Absicht ist oder ob die wirklich so doof sind, in Anführungsstrichen. Also man kann nicht verleugnen, dass das Zeitgeist-Movement, und um das hier abzuschließen, auf mehreren Webseiten präsent ist, dass es ein TZM-Defined, eine Orientierungshilfe gibt, die wissenschaftlich fundiert mit Quellennachweisen überall daherkommt, dass wir FAQs haben auf allen Webseiten, dass unzählige Lectures, also Vorträge existieren, verschiedene Redner aus verschiedenen Ländern, dass wir das Zeitgeist-Media-Festival haben, dass wir den Zeitgeist-Tag haben, der einmal im Jahr stattfindet. Neben diversen Radioshows, nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auf deutschsprachiger Ebene, dass wir auch Townhall-Meetings haben, Bürgerforen, wo sich Menschen zusammenfinden. Wir haben Chapter-Meetings, es gibt Blogs, die im Namen des Zeitgeist-Movements berichten. Es gibt die Zeitgeist-Filmreihe, sowie die Serie von Peter Joseph. Und es gibt Teamspeak-Meetings und es gibt den direkten persönlichen Kontakt über Freunde und Verwandte, die sich mit den Themen schon beschäftigt haben. Und daher nochmal die Frage an die Medien: Ist es bösartige Absicht oder unschuldige Ignoranz, wenn solche Dinge getan werden? Das vielleicht nochmal so als Abschluss nochmal zu erwähnen. Ja, auch von meiner Seite. Wir sind bereit zum Austausch. Wir sind immer bereit, die Fühler zu fast allen Seiten auszustrecken. Wir würden uns so gerne weiter mit anderen Menschen unterhalten. Und wir beide machen dieses Interview hier, dieses Zeitgeist-Radio, nur weil wir die Zeit, die Lust dazu haben. Wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, wenn du bereit bist, dich im Movement oder in egal was zu engagieren und Kontakt mit uns aufzunehmen, dann mach das. Wir wenden uns nicht weg, wir wenden uns dir zu. Wir lieben es, unsere Zeit hereinzustecken, um globalen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen und uns mit anderen Menschen auszutauschen, unser Netzwerk zu erweitern. Und da spielt es für mich keine Rolle, ob du ein Vertreter der Presse bist oder nur jemand bist, der zum Zeitgeist-Movement Fragen hat. Wir haben Zeit für dich, wir beantworten dir gerne die Fragen, und wenn du selbst Verantwortung übernehmen möchtest, dann wirst du eventuell in ein paar Wochen oder Monaten dieses Radio hier machen und einen Z-Day in deiner Stadt ausrichten. Das von meiner Seite, und dann zurück zu Frankie. Schreib an welcome@zeitgeistmovement.de, informier dich auf den Webseiten, sowohl auf derzeitgeistmovement.com. Von da aus wirst du in alle Länder kanalisiert werden, du kannst dich vollumfassend informieren. Vielen Dank, Ben. Das waren Frankie und Ben. Herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.